Hallihallo, Hallöchen und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde vom Let's Play Train Simulator. Wir sind heute unterwegs hier auf U-Bahn Hamburg und zwar ist ganz frisch erschienen die U-Bahn-Linie U1, die wir jetzt hier und heute einmal fahren werden. Genau, dafür habe ich auch mal ganz kurz hier, das kann man kurz mal einblenden, die Streckenkarte mitgebracht und das, was wir heute fahren werden, ist eben einer der beiden Streckenäste. Da könnt ihr schauen, wir fahren quasi hier ganz rechts los und fahren quasi nach Norderstedt mit. Und das einmal natürlich durch die Stadt. Das ist heute unsere Route auf der U1. Hätte gesagt, wir können den Zug auch mal langsam abfahrbereit machen, dass wir auch halbwegs zeitig loskommen. Dafür steigen wir hier vorne einmal ein. Drehen hier rechts mal am Schlüssel. So. Schlüssel einmal an, dann initialisiert sich hier einmal das Ganze. So, genau. Zukunftsfunktion wird ermittelt. Natürlich ganz viel Automatik, die hier passiert im Hintergrund. Ganz viel Technik. Wir haben mal Übernahme hier auf dem Display. So, und schon haben wir hier vorne quasi den Führerstand auf steuerbar gestellt. Sehen wir auch schon, dass vorne die Lichter angehen. Leute würden auch schon einsteigen wollen. Ergo, wir können ja schon mal links die Freigabe reinmachen. Wunderbar. Dann könnt ihr einsteigen. Was wir noch haben, ist Ziel und Ansagen. Es ist wie bei U-Bahn Frankfurt auch mit dabei. Wir haben jetzt hier oben das auch mal schon drin stehen. Das folgt eigentlich auch einem ganz bestimmten Schema. Und zwar haben wir dann zuerst mal die... also es besteht quasi aus der Abfahrtszeit. Das sind die hinteren vier Ziffern von der Zugnummer. Und dann noch die Station, die quasi beteiligt sind. Das heißt, wir haben quasi einmal Start und Ende. Das sind die 42, dann haben wir 12.22 Uhr ist Abfahrt, sehen wir auch schon, das ist in einer Minute. Ziel Nummer 01, das sehen wir also entweder aus der README ersichtlich oder aus dem Zug. Ich kann mich gleich mal umdrehen, dann seht ihr das nämlich. So, einmal Eingabe quittieren, dann dauert das einen kleinen Moment. Dann überprüft er das und schildert dann entsprechend Norderstedt Mitte. Was wir nämlich hier haben ist... Genau, da haben wir einmal die Haltestellennummern, auf die wir uns quasi hier beziehen. Und das Ganze natürlich auch in der README zu finden. So. Apropos finden, wir können uns den Zug nochmal ganz kurz anschauen. Dann, achso, ist reingesucht, ne? Dann fliegen wir einmal ganz kurz rum. Das ist das gute Stück hier. Das ist jetzt quasi die direkte Release-Version, so wie sie jetzt Day One rausgekommen ist. So, fahren wir mal dran vorbei. Haben wir schon? Oh, wir haben schon Abfahrt. Ja, heißt, wir sollten eigentlich pünktlich los. Nochmal ganz kurz in den Innenraum geschaut. Hier sieht man auf den rückwärtigen Führerstand hier die Hochbahn. Und da dann einen kleinen Blick in den Innenraum. Aber wir befinden uns hier meistens vorne. Heißt, wir setzen das Fahrzeug einmal in Bewegung. Und dadurch, dass wir unten links unser System eingestellt haben, funktionieren ebenfalls auch die Ansagen. Müsste zumindest gleich die erste kommen. Hoffe ich. Ansonsten quatsche ich hier heute einfach alleine. Das ist auch in Ordnung. Ah. So, da haben wir auch teilweise einen KI-Verkehr mit dabei. Ich bin mal gespannt, wir werden noch ein paar Busse sehen. Vielleicht ein paar bekannte Spots auch aus dem Omsi. Und natürlich aber einen Teil der Fahrt auch unterirdisch verbringen. So, es wird doch gleich wieder schneller als 50 können, wa? Na genau, wenn wir hier durch sind, sind 80 ist Streckengeschwindigkeit. Okay. Gut, dann wollen wir uns hier mal auf die Fahrt begeben. Also natürlich auch durchaus eine Strecke, beziehungsweise eine Karte, die von vielen tatsächlich auch, ich sag mal so sehnlichst erwartet wurde, wo sich viele drauf gefreut haben, mich eingeschlossen. Aber davon sind wir auch gleich da. Ich will jetzt natürlich gleich nicht gleich zum Anfang hier irgendwie einen Fail einbauen, meinerseits zumindest. Deswegen war ich auch tatsächlich ganz happy, dass das noch so fix ging. Also überhaupt, so ich sag mal so, die Overall-Entwicklungszeit war unfassbar kurz. Davor haben wir schon einen Kollegen gesehen, Omsi, ne? Bus. So. Also die insgesamte Entwicklungszeit war, finde ich, unfassbar kurz. Das war, was in der kurzen Zeit auf die Beine gestellt wurde für so ein Add-on, ist unfassbar. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das dann auch aus der Fahrerperspektive her überzeugt. Aber ich bin da mal ganz, bin echt mal ganz gespannt drauf. Also vom Detaillierungsgrad, auch verglichen jetzt mit anderen Strecken, die es hier gibt, für den Train Simulator, ist das immens. Ja, klar, ist natürlich ein bisschen kürzer als jetzt vielleicht andere Strecken, aber ich finde, für so eine S-Bahn-Strecke, wo man sehr viel steht, U-Bahn-Strecke, ja, wir fahren oberirdisch, das ist immer ein bisschen verwirrend.
ist das, finde ich, echt eine coole Sache. Also bin ich mal gespannt. Ansonsten, genau, das Fahrzeug haben wir ja hier auch schon gesehen. Und das ist ebenfalls auch tatsächlich hier pünktlich zum Nikolaus, ne? Also nachdem jetzt heute hier für den Trains in World Bremen-Oldenburg direkt von DuckTale Games rauskam, haben wir jetzt hier auch nochmal was für den Trainsim Classic. Ja, natürlich für mich auch hier nur einiges an Aufnahme zu tun, aber ich wollte das jetzt trotzdem zeitnah rausbringen. Also ich hatte jetzt nicht vor, das Video ewig zurückzuhalten, da kommen halt einfach mal zwei Videos, das ist jetzt einfach mal so. Das können wir jetzt nicht ändern. Genau, auf jeden Fall passiert nochmal scheinbar sehr viel, so kurz vor Weihnachten im Dezember. Was, denke ich, auch so dann die kalten Tage vielleicht ganz schön macht, wenn man dann frei hat und sich so ein bisschen es draußen nicht ganz so gemütlich ist. Ist das jetzt eine Station? Ne, okay, es ist noch ein bisschen. Ja, ich kenne mich halt nicht aus. Also ich bin absolut wieder streckenunkundig. So Signale hatte ich mir mal angeschaut in der Readme. Das sollte alles konsistent so zu dem sein, was ich kenne. Hopefully. Ja, mal schauen. So. Das Signal sagt doch auch noch zusätzlich 50 erwarten. Okay. Dann erwarten wir mal 50. Sollten wir natürlich drauf achten. So, ab hier. Ja, könnte man schon gut in die Bremsung gehen. Ne? Hier ist dann Anfang von den 50. Ah, da kreuzt mal Kollege hier. Okay. Ich bin auch mal gespannt, wie oft wir, ich sag mal, vielleicht auch an die Seite fahren müssen und warten. Das ist auch nochmal ganz spannend. So, dann haben wir hier die Bremsung. Genau, das ist aktuell der KI-Kollege, den wir da sehen. So ein KI-Fahrzeug. So, wir haben aber, glaube ich, mehr als 6 Wagen, ne? Deswegen halte ich mal ganz vorne an dem Haar. So. 1, 2... Sind das unsere... Genau, wenn ich jetzt mal zähle, wenn das jeweils 3 sind und wir 3 mal 3 sind, wir hatten 9. Ja, okay. Dann bin ich wohl ein bisschen länger als das. Ja, passt gerade so an den Bahnsteig. Ja, da sind wir mit den 6 auf jeden Fall ein bisschen zu kurz. Oder es wird anders gezählt, das kann natürlich auch sein. Aber ich sag mal, so viel Platz haben wir da tatsächlich auch nicht hinten. Das heißt, es sieht so schon, glaube ich, ganz gut aus. Also actually gar kein Platz. Okay, wir sind wirklich so, ich glaube, Maximallänge für das, was geht. So, der Schließmechanismus und Abfahrt. Ich bin nochmal auf die Teile gespannt, wo wir halt, also auf die Teile der Strecke gespannt, wo wir vielleicht ein bisschen so durch die städtischeren Bereiche fahren, wo man allerdings was sieht. Also ich glaube, das ist natürlich größtenteils auf der U3 der Fall. Nächster Halt, Ahrensburg Ost. Die sehr viel oberirdisch fährt, aber halt eben, ne, trotzdem innerstädtisch. Hier bin ich jetzt mal gespannt, also sowas wie, ich glaube, Hauptbahnhof haben wir mit auf der Strecke. Wird halt safe eine Station sein, wo wir halt das Ganze nur von unten sehen. So, ab hier kann ich auch wieder mit Streckengeschwindigkeit. So, schön, schön. Einmal durch die Halt für Rangierfahrt. Naja, hatte ich jetzt nicht vor. So. Trotzdem auf die Signale Acht geben, auch wenn wir, glaube ich, halbwegs freie Fahrt haben sollten. Ist jetzt hier die Mittagsrunde. Es gibt auch noch 2 andere Szenarien und ich denke mal, ein Großteil der Fahrten wird dann über Quick Drive stattfinden. Also nicht hier über so ein Szenario, wo man dann ja, für jede Station eine einzelne Aufgabe hat, sondern wir bei Oberfrankfurt eben auch, dass man dann mit der freien Fahrt, also mit dem Quick Drive, sich dann eigene Szenarien zusammen klöppeln kann. Das, wenn da ein bisschen KI-Verkehr auch stattfindet, was ich, soweit ich gelesen habe, auch tatsächlich der Fall ist, wird das bestimmt eine coole Sache. Das hat ja auch im Brennitzer Linienstern, finde ich, sehr, sehr gut funktioniert. Also halt das im Quick Drive, wenn einfach viel los ist, macht halt eben auch so ein Quick Drive mal Spaß. Weil das halt eben dann auch nicht nur stupides geradeausfahren. Das, was natürlich, wie man hier sieht, absolut unmöglich ist im Train Simulator, also eben die Darstellung von den Kameras außen. So. Ja, dafür müssen wir uns halt so ein bisschen entweder aus dem Fenster lehnen. So, das Haar ein bisschen verpasst, aber ich glaube, das sollte... Ja, eben. Hätten sie aber trotzdem locker drin. Ahrensburg Ost. Okay. Wir können mal ganz kurz, wenn wir es eh schon dabei haben, mal ganz kurz einblenden. Ich guck mal kurz... Ah, wir treffen dann bald auch auf die... Oder? Sehen wir mal ganz kurz schauen. Ahrensburg Ost. Okay, 1, 2, 3. In Volksdorf
Treffer auf den anderen Streckenast. Okay. Ja, interessiert mich gerade selber ein bisschen. So, wir haben zu. Ich glaube, wir gucken zwar nicht immer so zur Abfahrt, weil wir haben nicht unsere Kameras, aber... Ja, ja. So ist das eben, ne? So schauen wir es da raus. So, wenn die gleich die Ansage macht, kann ich mir nochmal ganz kurz einen Schluck Kaffee genehmigen hier. Ausstieg wissen wir noch nicht, aber genau, so ist das. Habe ich nämlich vor der Aufnahme noch ganz kurz einen Kaffee gemacht und würde den ganz gerne warm trinken. Jetzt ist er trotzdem schon kalt, aber irgendwie ist er wahrscheinlich 10 Minuten unterwegs, hätte ich auch nicht gedacht, aber... Und natürlich einen minimalen Teil der Strecke bisher nur abgefahren. Also wir werden heute schon echt richtig gut was... richtig gut Kilometer machen. Ich sag mal, von der Streckenführung her vermute ich jetzt mal auch als Nicht-Hamburg und als Nicht-Streckenkundiger, dass das Ganze halt eben so gedacht ist, dass es keine Linie ist, wo man sagt, man fährt von Anfang bis Ende. Ergibt jetzt nicht so viel Sinn. Das sieht bei einer Station aus da vorne. Bremst mal ein bisschen. 50 erwarten. Ja, Signal sieht auch gut aus. Ja, okay. Kann man mit 50 hier einfahren. Also, ne, von der Streckenführung her war ja zumindest die Karte, die wir da gesehen haben, ist ja dingensgetreu, also dass man auch tatsächlich sieht, wo das hinfährt. Und da fährt man halt natürlich ein bisschen so einen Bogen, den jetzt keiner vom Anfang bis zum Ende fahren wird, außer jetzt vielleicht der ein oder andere Bahnfan. So 30 erwarten. Okay, der Bahnsteig ist scheinbar mit 30 befahrbar. Wild. Werden wir uns natürlich dran halten. Wir haben auch direkt Ausfahrt, okay. Ist ja sehr gemütlich, ne? So, verglichen mit anderen U-Bahn-Systemen ist es hier irgendwie sehr schnuckelig überschaubar, ne? So, dann machen wir mal hier auf die Türen. Ja, so ein bisschen rausgucken können wir schon. Das hat schon was. Man kann es jetzt hier so, ne? Ein bisschen davon entfernen. Hübsch, hübsch. So, im Zeitplan müssten wir auch sein. Ach ja. Genau. Ich glaube, das war das, was ich ihm erzählen wollte, aber... Das wird schon ganz cool. So, zu hier bitte. Zurückbleiben. Beim Plan sind, weiß ich aber gar nicht, ne? Wir haben halt die... Vielleicht die minimalen Stationsstandzeiten. Ach ne. Das sieht gut aus. Außer mal aber auch gut. Gut Strecke hier, ne? Mal 50 und da vorne dann wieder 80, wenn wir gerade aus sind. Okay. Nächster Halt, Buchenkampf. War das nicht da mit der Umsteigemöglichkeit oder war das nochmal eine später? Ach, ich kenne mich da nicht so gut aus. Aber auf jeden Fall so hier für 6. Ah, I see. Das ist ja mal cool. Also die grünen Täfelchen, die da sind, sind ähnlich wie an einer Station, wo ich mit einem Wifi-Wagenzug anhalten muss. Steht da dran, ab einem Wifi-Wagenzug ich jetzt wieder beschleunigen kann. Das ist natürlich gut und vor allem auch effizient. Weil man halt dann keine Zeiten hat, wo sich jetzt irgendwelche Fahrer denken, ja, schneller, langsamer, weiß ich jetzt nicht, beschleunige ich. Das ist ja cool. Also ich mutmaße mal, dass es das ist. Sehen wir da links irgendwie was? Ich warte mal ganz kurz ein bisschen. Okay, na gut, das ist nicht zum... Von unten sieht das irgendwie sehr detailliert aus. Ich werde mal wieder auf die Strecke schauen. Aber man soll es auch nur von hier aus anschauen. Also, sonst leidet ja die Performance auch unnötig. So, da können wir auf 80 bleiben. Aber es ist schon krass, wie viel Strecke man, ich sag mal, mit der Hamburger U-Bahn machen kann. Das ist, da kommt man schon sehr, sehr weit raus aufs Land. Ist halt immer so ein bisschen auch dann die Frage, welchen Touch dann ist ein bestimmtes Transportsystem in einer bestimmten Stadt dann auch noch hat. Und hier hast du doch wirklich, kommst du echt nochmal in die Breite raus. Ich habe weit über 40 Kilometer. Ich meine, ich nagel mich jetzt nicht drauf fest, ich habe das nur irgendwo gelesen. Aber das ist so ungefähr das, was ich gelesen habe. Und hier die Stationsabstände sind ja immens. Das hat ja schon S-Bahn-Charakter, so. Aha. Ich mutmaße mal, das läuft immer so. Wir haben so ein Signal vor der Station. Ja. Nee, du bist keine Station. Du bist eine Brücke. Du wärst das Stationssignal. Okay, hier ist aber auch so eine Abstellanlage, ne, hier mit diesen Ausstiegstreppchens. Dafür war wahrscheinlich das guck mal da vorne. Dafür war dann wahrscheinlich das Signal hier da. Okay.
Natürlich ein bisschen schade, dass die Signale, oh, war das eine 80er Wahl? Der 80 fahren dürfen. Okay, Bild. Was soll die sagen? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Mit dem Nichts konnte man ja auf jeden Fall drehen. So, der Ausstieg ist. Ach so, Ansagen. Ein bisschen schade, dass die sehr knapp nach Start angesagt werden, also nach der Abfahrt, aber ja, kann ich halt schon nachvollziehen, dass man sonst halt ein bisschen in die Bredouille kommt, dass das dann vielleicht erst an der nächsten Station gespielt wird. Ich meine, das wird ja automatisch getriggert, von daher ist es ja überhaupt mal was aus dem Train Simulator generell jetzt nicht ganz so eine häufig anzutreffende Sache ist. So, einmal rein mit euch. Naja, okay, wir sind auch zeitlich sehr, sehr knäppjes. Okay, das war ein bisschen zu früh langsam. So, hier ist jetzt Buchenkamp. Genau, und hier treffen wir dann auf den anderen Streckenast. Genau, da kommen aber auch KI-Kollegen und so. Das heißt, falls wir uns mit denen irgendwie im Notfall kreuzen. Ah, nee, hier ist sogar kreuzungsfrei. Okay. Um eben genau das nicht zu haben. Ich sehe schon. So. Ich hoffe mal, dass man hier einfach Pedal to the Metal fährt. Ist halt eine U-Bahn. So, habe eins mal ein bisschen hier. So, jetzt am nächsten Station haben wir dann die Umsteigemöglichkeit. Umsteigemöglichkeit in Richtung des anderen Streckenastes der U1, wobei es wahrscheinlich auch nicht so eine klassische Umsteigeverbindung ist. Aber wie gesagt, ich kenne mir nicht aus. Aber cool, dass wir auch hier einen eingleisigen Teil haben. Also scheint natürlich auch so zu sein, dass man, wenn man pünktlich ist, jetzt nicht unbedingt mit einer anderen Bahn irgendwie ins Gehege kommt, aber lässt sich bestimmt auch schöne Szenarien draus bauen, wo das dann einfach mal passiert. Das ist bestimmt cool. Sollte ja dann noch halbwegs klappen mit dem, ich sag mal, Train-Simulator internen Fahrdienstleiter, der kriegt das ja irgendwie Geld hier mit 80. So, bist du denn mit dem roten? Bist du noch nicht ganz ausreichend. Ist das dann der letzte vor der, okay. Der mit dem roten Ding jetzt ist der letzte vor der Station. Das ist ja cool gemacht hier mit dem Übersetzen. Schön, hübsch, hübsch hier. So, da ist der Kollege, den wir gesehen haben. Genau, der darf einen anderen Strecken. Das fährt halt, der kann auch. Nee, der wäre sogar auf dem gleichen, okay. Und er kann direkt ausfahren, selbst wenn er auf einen anderen fahren würde, weil sich nichts kreuzt. Nice, nice. So, und hier der Ausstieg, Fahrtrichtung links. Die schönen mehrere Gleise. Und eine schöne Station ist das hier. So, hab noch nicht ganz diesen U-Bahn-Fahrer-Fahrstil drauf, aber wird schon werden. So, einmal links sie die Tür. So, was haben wir denn so die nächste Station? Okay, ja klar, Volksdorf. Wandsbek. Ritterstraße. Dann kommen wir, denke ich mal, genau, Hauptbahnhof. Jungfernstieg, U-Bahn natürlich. Alsterdorf ist dann auf dem Rückweg. Ne? So der ein oder andere Teil, wo wir vielleicht auch ein bisschen was dann aus dem Omsi wiedererkennen. So, Abfahrt. So, wir waren, glaube ich, 60. Da müssen wir ein bisschen schauen, ne? Hier wäre jetzt E. Okay, hier da links, ne? 6 Wagen. 9 Wagen. Okay, hier sind wir tatsächlich auch namentlich genannt hier mit unserem neuen Wagen hier, die wir wahrscheinlich sind. Also ich reihe mir das jetzt immer so selber zusammen, weil ich hatte leider nicht so viel Ahnung davon habe. Ja, 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 schon keine Ahnung. Das ist normal bei dir auf dem Kanal. Aber trotzdem Mund aufmachen. Ja, ja. So kennt man das. Vielleicht ist ja auch mal, also ich finde, wir Glück haben, der vorausfahrende Zug irgendwie ein bisschen verspätet, sodass wir uns so ein bisschen das nicht mehr hinter einem halten. Also da, ach, ich kann mir schon schöne Szenarien hier auch vorstellen. Okay, das kriegt man mit auf Sicht fahren eigentlich hin. Ne? Ich wollte nur so ein bisschen abtesten, ob das klappt.
Aber Sichtfahren sieht tatsächlich ganz gut aus. Das brauchen wir hier natürlich, wenn da mehrere Fahrten irgendwie stattfinden, natürlich auch ein bisschen geringeren Signalabstand, sonst hat man immer so große Abschnitte. Ja, ich muss später bremsen. Ich muss viel, viel später bremsen. Weiß ich bremse hier wie so ein Fernverkehrszug, der alle irgendwie 3 Jahre mal hält oder so, ne? Da kann man so gemütlich einbremsen, aber... Na, aber sich brandtasten ist besser, als irgendwie mal in der Station durchfahren. Das ist, glaube ich, jetzt ehrlich gesagt auch nicht genau wüsste, ob und wie ich jetzt den Kollegen hier reverse bekomme. Also... Ja, das nächste Problem. Ich glaube, da müssen wir einfach Halt entfällt machen. 39 wäre ja, aber 39 ist doch eigentlich. So schlimm ist es doch gar nicht. Ist ja eigentlich 39, ne? Ja, es ist doch okay. Also, sehe das Problem jetzt nicht. Deswegen müsste das doch passen. So, zurückbleiben bitte. Und zu. Und Abfahrt. Damit sind wir natürlich 1 Minute zu spät dran. Ja, klar. In dem dichten U-Bahn-Takt dann vielleicht auch problematisch, aber ich glaube, ganz so dicht ist er jetzt hier auch nicht. Das ist, glaube ich, halbwegs überschaubar. Nächster Halt, Berne. Berne? Da halte ich gerne. ja, lustig, ich weiß. Genau, dann. Ach ja, dann echt ein Kassenschlenker durch die Stadt, ne? Das ist schon. Schon wild. Jetzt können wir mal schauen. Ich glaube, wir kommen auf so einen ungefähr 10-Minuten-Takt, wenn ich mich nicht täusche, hier so mit den beiden Strecken S zum... Zumindest in der Nebenverkehrszeit. Hauptverkehrszeit wüsste ich jetzt gar nicht genau, aber... Ist so das, was ich gelesen habe. Also, Tag, Buskollege. Hi. So, da vorne haben wir doch schon Stationen, ne? L-Stationen. Mal auf die Aufnahme. Haben wir noch Speicherplatz? Ja, okay. Du bist immer noch kein Bahnsteig. Das sieht so ein bisschen Bahnsteig. Doch, ist auch ein Bahnsteig, aber... Ja, hier Mr. Wendeanlage, ne? Ist ja viel zu früh. Aber ich dachte halt, ne, das ist, fängt es auch ungefähr hier an. So. Oh, mit 50 in der Station müsste ja locker passen. Ja, locker. So, jetzt kann er unseren Strom beim Bremsen... Ich dachte, ich kam es hier vor. Ja, okay. War jetzt mein Fehler. Sei mal ein bisschen mutiger. Wobei, nee. Passiert doch gar nichts Illegales. Die Tür ist doch vollkommen... Also vollkommen ist jetzt vielleicht eine Lüge, aber... Ist doch noch accessible hier. Berne. Ach ja. Nee, ich mache nicht einen zweiten Witz mit. Da halte ich gerne. Das haben wir jetzt hinter uns, ne? So, ich simuliere hiermit jetzt quasi, dass wir aus dem, was wir aus der Kamera sehen würden, so. Ich hatte irgendwie theoretisch so einen, ich habe nicht mal einen Spiegel, also ausschließlich hier die Kameras zur Verfügung, okay. Und natürlich hier den Blick nach hinten. Nächster Halt, Oldenfelde. Na, Ausstieg, das, ja, werden wir herausfinden, mittelfristig. Da, wo die Türen aufgehen, im Zweifel. So, ich find, an sowas merkt man halt, wie effizient auch ein U-Bahn-System ist. Wenn man halt wirklich unabhängig vom restlichen Straßensystem ist und vergleichsweise viel und lange auf seiner V-Max fahren kann. So, vorne sieht mir doch nach Station aus. Ja, der Pixelmatsch da in der Ferne ist doch bestimmt. Ist doch bestimmt hier eine. Ja, wunderbar. So, mit 60 und ein bisschen stärker bremsen. Mal gucken, was passiert. Ich sag mal, wir haben es ja noch mit am einfachsten als Vollzug oder Langzug oder wie auch immer. Vielleicht haben wir ja gar keine in Hamburg, kann ich diese Bezeichnung auch gar nicht. Haben wir es halt vergleichsweise einfach, indem das halt eben so ist, dass, ja, also wir haben es hier halt so einfach, wir sind halt ein langer Zug, das heißt, wir halten immer am Bahnsteigende.
Wobei ich auch das Gefühl habe, dass immer an der Mitte vom Bahnsteig gehalten wird, ne? Also hier ist jetzt ja hier eindeutig der Eingang der Station. Da ist hinten auch noch einer. Nee. Ist eindeutig vorne der Aufgang und trotzdem würde jetzt ein Kurzzug hier halten. Was ich wild finde. Ich kenne das halt sonst so, dass man das an den eigentlichen Ausgang, wo halt die meisten Leute zu erwarten sind, irgendwie annähert. Also, oder viele Faktoren spielen eine Rolle bei der Bewertung, wo ein Zug hält. Ist das da vorne schon wieder? Ist das eine... Okay, ist bloß der Abstieg. Abstieg. Ist bloß der Abstellplatz. Ja, aber das finde ich halt wild, dass wir immer in der Mitte halten würden. So, theoretisch. So, hi. Ach, die fahren nur bis Farmsen. Hab ich auch schon mal gehört. Das ist bestimmt auch cool, dann hier raus zu rangieren. Oh. Nee, du bist bloß die Halle. Ist kein Bahnsteiggebäude. Bahnsteiggebäude, aka Bahnhof. Also U-Bahnhof halt. So, aber signaltechnisch haben wir halt auch noch nicht viel Action gehabt. Da ist aber ordentlich was los hier. Also Farmsen. Kann sein, dass jeder Takt dann nochmal erhöht wird oder enden hier auch vielleicht andere Linien. Ja, das wüsste jetzt natürlich, wenn ihr jetzt einen YouTuber schauen würde, der aus Hamburg oder Umgebung kommt. Ja, du, Mai, der wüsste das halt, aber... Ja, der wüsste das. Ach, Tatsache, ab hier wird wirklich der Takt erhöht. Ab hier hat man dann einen dichteren Takt, sogar auf 5 Minuten, wenn ich das sehe, oder? Wild, okay, ja, Tatsache, dann gibt es einen Grund, warum hier so viele Fahrzeuge stehen. Harmsen. Da würde ich jetzt aber auch als Fahrgast dann schauen, dass ich eher hier die nicht den Langläufer benutze, wobei der wahrscheinlich dann eher mit längeren Fahrzeugen ausgestattet ist. Mal schauen, was haben wir denn hier Schönes? U-Bahn-Symbol. Ein Citaro. Ein C2. Schon eigentlich als C2, aber soll ja auch nur KI sein, also statisch. Alle für mit Fototextur, ne? Und da oben stehen wir hier. Und müssen schon wieder weiter. Was sagt denn der Blorn hier? 47. Ja, ein bisschen Verspätung haben wir tatsächlich. Nächster Halt, Trabrennbahn. Die Trabrennbahn, wild. So, hier voll drauf und dann halt nochmal später bremsen. Ja, ja, also irgendwann kann ich das ein bisschen mit dem fahren. Also, wenn die Folge vorbei ist, dann krieg ich das hin. Vielleicht. Das ist ein bisschen besser als am Anfang. Wobei in die andere Richtung auch wenig Spielraum ist, klar, ne? Noch schlechter ist ein bisschen... Da gehört schon viel dazu. So, wenn das breiter wird, deutet das oft auf eine Station. Was ist denn hier? Wild, der Brücke. Wie viel Platz dann da zwischen den beiden Gleisen ist, ne? So, der Ausstieg in Fahrtrichtung links. So. Haben wir. Ah. Jetzt. Ja, natürlich die vordere Tür. Du, da sind wir ja aber. Also, da sind wir natürlich maßgeblich über der Markierung. Ich würde sogar fast sagen, wir haben hier optimal gehalten. Ja, gut, der Train Simulator und seine. Nee, du darfst da nicht aussteigen, bewährt. Ja, wann kommt der nächste Zug, ne? Wann kommt er? Wissen wir nicht. Okay. Vier fahren auf jeden Fall sofort. Nächster Halt. Walsbek, Gartenstadt. Übergang zur U3.
So, ich möchte ein bisschen auf die Strecke schauen, sonst könnten unter Umständen Dinge schief gehen. Das muss ja auch nicht unbedingt sein. So, da ist nochmal Kollege. Schon lustig. So, auch wieder ein sehr, sehr langer Zug. Ja, mutmaßlich wieder in der Langläufe. Aber wie gesagt, ich mutmaße da nur, also wenn ich jetzt hier das Ganze geplant hätte, wenn ich Hamburg wäre, dann hätte ich es so gemacht, dass die Langläufer mit langen Fahrzeugen und so und die Kurzläufer erreichen auch ein bisschen kürzere Fahrzeuge. So, jetzt schauen wir, ob wir vielleicht durch den Fahrstil, ja gut, Verspätung reinfahren, also Verspätung rausfahren ist, glaube ich, eher schwierig, aber zumindest mal keine neue dazu bekommen. Ach, hier ist nochmal so ein Abstellding, ja gut. Wenn man es weiß, dann weiß man es, ne? Das sind aber sehr, sehr viele Zwischenendstellen, das ist ja echt krass. Ja, kannst es halt wirklich in der Innenstadt extrem verdichten auf einen 3-4-Minuten-Takt oder so im Zweifel. So, noch hier wieder Ausstieg links, das ist aber wild und ein sehr kurzer Kollege. Oder ist das eine andere Linie? Wandsbek Garten. Oh, da sind wir schon mal gewesen, das sagt mir was. Bin ich schon mal aus- und umgestiegen? Ah, okay. Nee, passt doch aber. Natürlich jetzt nicht ganz regelkonform, aber... So, Kollege, was bist du denn dann? Achso, ja, danke für das Schild. Hier war ich schon mal. Wandsbek Gartenstadt, sag mir was. Ja, Tatsache, U3, die dann hier woanders lang fährt, ne? Ach, du bist dann die U3, wild. Schlump. Aber ein kurzes Züglein, so verglichen mit mir. Schnuffig. Süß. So, Tag, Kollege. Hi. Ey, wie viele Züge da. Oh, ist das schön. Oh, so viele Züge hier. Wir müssen euch auch abfahren. Ich fahr mal ganz kurz weg. So, die Drohne nicht, dass die da im Weg ist. So, ich würde immer ein bisschen schauen. Ich habe hier nämlich Bedenken, dass wir... Ne, wir können... Ah, 70, okay. Nicht bedenken, dass wir hier irgendwas falsch machen, im Zweifel. Die 70 habe ich nämlich schon übersehen. So, dafür hier wieder 80 oder bleibt das jetzt dabei? Oh, es geht unterirdisch. Mutmaßlich, oder? Ja, sieht gut aus. Haben wir den Fahrgäste Licht? Das werden wir gleich mal sehen. So, ab hier ist Tunnelbereich. Also, wir haben auf jeden Fall Licht, das ist gut. Ja, die Fahrgäste ist auch hell. Okay, sehr schön. Die Frage, ob man besser oder schlechter sieht im Tunnel. Man sieht die Station, wenn die hinter einer... Also wenn die hinter einem Dingens sind, natürlich ein bisschen schlechter. Ah, okay, das ist immer ein schöner Kontrast. Jetzt haben wir das doch sehr suburban gehabt. Okay, ich kann das im Dunkeln schlechter einschätzen. Unser erstes hart verbremst. Okay. Tut mir leid. Ist nur die erste Tür eigentlich. So schlimm ist das nicht. Also es ist, glaube ich, schon sehr, sehr schlimm. Also da sollte das eigentlich gar nicht passieren, aber so sieht das aus Fahrgastperspektive aus, ne? Was sagen Sie dazu? Haben Sie eine Meinung dazu? Zu Ihrem heutigen Fahrpersonal? Irgendwas? Schlechte Kritik? Können Sie auch ins Internet posaunen im Zweifel? So ein Hate-Kommentar unter diesem Video oder sowas? Nicht? Okay, gut. Fahren wir wieder los. Aber scheinbar ist ein Tunnel 70. Also ich versuche mir die Verkehrsregeln auch so ein kleines bisschen herzuleiten. Nächster Halt, Straßburger Straße. Okay, jetzt wird auch der Stationsabstand wesentlich geringer. Okay. Hier wird urbaner, ne? So ist das. So, 60 war ja zumindest bei der Oberirdischen in Ordnung, aber... Zumindest halt mit einer relativ starken Bremsung. Ja, da geht aber. Ja, okay, gerade ist einfach nur versemmelt. Ist aber sehr wild, auch farblich hier unten, ne? So. Ist das mal ganz kurz hier. In Order steht Mitte. Okay. Und Kollege hier, ne? Auf den bin ich auch mal gespannt hier, ne?
Wenn du der bist, den ich meine, dann glaube ich schon. Als ob der schon losfährt mit offenen Türen. Okay. Warum nicht? Kann man machen. Wenn er es machen kann, ist fein. So, jetzt sind wir wirklich ganz klassisch U-Bahn hier, ne? Nächster Halt, Wandsbek Markt. So, okay, da sind 50. Mal gucken, ob wir die angekündigt kriegen oder nicht. Ansonsten weiß ich es dann jetzt, ne? Ich achte mal ein bisschen drauf. Ich will natürlich nicht zu früh bremsen. Das tut unserem Fahrplan, glaube ich, nicht gut. Hm. Ah, okay. Ankündigung. Okay. Es ist auch alles ausgeschildert. Gut, das nehme ich mit. Und hier wieder anfangen. Ausgeschildert ist es, man muss es halt nur sehen. Okay, hier auch wieder eine Wendeanlage. Wenn ich ja Fahrer bist, bist du aber auch bloß im Dunkeln unterwegs, ne? Hier könnte man wieder auf Geschwindigkeit 3, 6. Da habe ich aber nicht vor, weil da ist eine Station. Der Ausstieg hier in Fahrt Richtung links. Bemerkenswerte finde ich dann immer, wenn die Stationen so komplett grundverschieden designt sind von den vom Design her. Ja, Design vom Design her. Josh GZ. Also wenn die so grundsätzlich anders aussehen. So, was sagt der Plan? Oh. Ah, wir haben wieder. Das ist wieder ein Plan. Du, das ist so super hier. Ich freue mich einen Keks. So, ich höre da irgendwo einen Kollegen. So, hier? Ah, guck mal. Und wo ist es gleich weiter? So, mach gleich mal Klong, nächste Station. Das habe ich hier wieder schneller. Tatsache, hab ich hier wieder 70. Das macht jetzt nicht so viel Sinn. Ach komm. Einfach mal was können. Also irgendwas ist auch in dem Sound von dem Fahrzeug, dass ich immer denke, irgendjemand macht sich an meiner Wohnungstür zu schaffen. Also, vielleicht macht sich auch jemand an meiner Wohnungstür zu schaffen und ich bekomme es nicht mit, weil ich denke, es wäre in-game. Und nachher ist die Wohnung ausgeraubt. Das kann natürlich sein. Ich schau mal ganz kurz, wenn wir hier stehen. Ich dachte, ich bin paranoid, aber ich habe es jetzt gefühlt fünfmal gehört. Aber das muss halt irgendwas am Sound sein. Du fährst, das irgendwie so klingt, wie eben die Tür aufmacht, aber so komisch kratzig, langsam. Also so nachts hätte ich jetzt schon ein bisschen mehr Panik. Ich bin froh, dass es tagsüber ist, aber ja, Yoshi wird live on tape überfallen, ne? Genau, das ist auch ein cooles Szenario, ne? Gut, das Problem ist mit meiner Aussage, jetzt kann ich am Nachhinein nicht mehr sagen, ich hätte nichts mitbekommen, weil ich habe ja was mitbekommen. Naja. Nächster Halt, Ritterstraße. So ist das. Ich bin einmal gespannt, wann wir wieder oberirdisch oder bleibt das jetzt, bis Nonner steht? Ach, wir werden es rausfinden. Nee, aber Uralsterdorf sind wir ja oben drüber wieder, ne? Das ist... Ja, okay, wir fahren wieder. Mir fordert schon wieder rausgehe. So. Ich sag mal, wenn man nicht so früh die Station sieht, bremst man später und ich habe das Gefühl, das ist dem Fahrplan eher zuträglich. Also das ist... Das unterstützt mein Fahrstil eher, dass ich da so fahre. Ende noch mal ein bisschen sehr gemütlich lang getuckert, aber das geht schon. So, Wagen 205.
So, tschüss, wohin des Weges. Hier hoch, in den Aufzug. Wir werden es wohl nie erfahren, ne? Ist er vor mir dran? Ja, Tatsache. Und Abfahrt. Das ist doch bald der Hauptbahnhof. Wartenau. Ja, arg weit dürfte es nicht mehr sein, ne? Nächster Halt, Wartenau. So, wobei doch, das müsste schon noch ein bisschen sein. Das ist ja noch ordentlich Weg. Gut, das ist alles, glaube ich, noch ordentlich Weg hier heute, ne? Ich kann mir doch bestimmt aber auch dieses Geschwindigkeitsnupsi sich auf 70 stellen, oder? Ach gut, aber das können wir, glaube ich, in der Tunnelzeit. Das ist noch eine Wendeanlage. Schon wieder eine. Wie viele Kurzläufer wollen wir einbauen? Hamburg, ja. Das ist ja immens hier. Oder sind auch einfach nur, es ist einfach nur zusätzliche Infrastruktur, die halt dann im Zweifel irgendwie zum Einsatz kommt und das jetzt eigentlich nicht dafür gedacht ist, dass man es irgendwie regelmäßig benutzt. So, ach guck mal. Brauchen wir jetzt mal dran verändern, da klappt ja Wunderbärchen. Und eine schöne Station. Ja gut, so schön wie U-Bahn-Station halt sein kann. Ach guck mal, ich habe sogar Türstörung Aufkleber. Ja, was man häufig braucht, ne? Dinge, die im Bahnalltag notwendig sind. Man kann da aber auch noch davon drücken, ne? Ich glaube, das geht schon. Ja, genau, kann das FIS und sowas, da kann man... Abfertigungsdurchsage geht leider nicht, aber man kann sogar die Haltestelle dann durchschalten. Ja, aber ich lasse das mal, sonst mache ich, glaube ich, noch was kaputt. So, das Licht leuchtet nicht. Das ist, glaube ich, ein gutes Zeichen. Nächster Halt, Lübecker Straße. Übergang zur U3. Ach, guck mal. Hä, aber ihr könntet doch vorher schon zur U3 umsteigen. War da nicht was? Oh. Ich sollte mir das 70-Nupsel einstellen, wa? Also ich hätte es Y und C mal vermutet, aber ich will das ehrlich gesagt nicht probieren, weil ich vielleicht sonst Dinge tue, die ich gar nicht will. Irgendwas kaputt mache. So, halten die dann an den gleichen Bahnsteigen oder ist irgendwo anders dann der Umstieg? Ne, guck mal, hier ist ein kürzerer. Könnte eine U3 sein. Ach, ich bin ja ganz vorne, ne? Dann sehe ich aber immer... Oh. Gut, so sieht das draußen aus. Da ist mir nicht so viel, ne? So. Easy. Ist jetzt hier die U3? Auch hier, oder? Nee, okay, man muss tatsächlich einen anderen Ausgang nehmen und dann kommt man zu U3. Okay, I see. Ja, dann sind wir hier, genau, Lübecker Straße, da dieses Kreuz hier in der Mitte. Dann sind wir noch, Lohmüller Straße, bla bla, dann Hauptbahnhof Süd, dann fahren wir Steinstraße, Jungfernstieg, okay. Dann kennen wir jetzt mal ein paar Stationen, ne? So von der Omsi-Linie 109. Fahren ja auch nach U-Alsterdorf, allerdings fährt der Bus halt vielleicht ein bisschen länger und hält ein bisschen häufiger, als wir das hier jetzt tun mit unserer U-Bahn. Nächster Halt, Lohmühlenstraße. So, wunderbar. Hier haben wir immer einen ähnlichen Abstand, ne? Das ist, glaube ich, auch ganz gut. Mit der Innenstadt ist nochmal gleichmäßig versorgt. Gibt doch bestimmt auch so eine Dienstanweisung, dass man da nicht mit irgendwie 60 in Bahnsteig heizen soll, oder? Das heißt, zum Beispiel, ja, mit 40, aber ist das was, denke ich, in der Praxis auch häufig dann doch eher nicht so Beachtung findet. Ist aber nur meine Einschätzung. Kommt noch so ein bisschen aufs U-Bahn-System halt an. Also in Karlsruhe zum Beispiel, da das hat auch kein U-Bahn-System, ist ja nur eine Stadtbahn, die da unterirdisch fährt. Da wird das doch relativ ordentlich eingehalten. Ich glaube, in anderen Städten so U-Bahn, da ist einfach Hauptsache Pedal to the Metal und durch. Also habe ich jetzt so den Eindruck. Kann natürlich sein, dass das alles hochgeordnete und auch ohne schnelles Fahren hochpünktliche U-Bahn-Systeme sind, aber so meiner Wahrnehmung
Das ist in der Regel Pedal to the Metal und Abfahrt, ne? Hier habe ich was gesehen, das habe ich jetzt nicht. 60, okay. Zu allen S-Bahn-Linien und zum Regional- und Fernverkehr. Next Stop, Hauptbahnhof Süd. Ah, guck mal. Exit hier for Central Station. Oh, jetzt ist laut hier in der Kurve. Da wird wohl viel los sein. Ja, gut, das ist leider was, was wir jetzt im Train Simulator nicht so wirklich darstellen können, aber... So, genau, die 40 angekündigt. Okay, das heißt, an den Hauptbahnhof Bahnsteig muss man einfach mit 40 ranfahren. Okay, das heißt, das ist schon gekennzeichnet. Weil ich sag mal so, aufgrund der Topologie glaube ich nicht, dass wir hier 40 fahren müssten. Das ist wirklich eher so ein... Die Fahrgäste, die hier fahren, sind zu dumm zum U-Bahn fahren und bleiben da zurück. Deswegen müssen wir langsamer fahren. Okay, ich kann es nachvollziehen. So, und hier wären dann 50. Ah, okay, 50 und A direkt untereinander ist dann, fängt direkt ab hier an. Okay. So, ist aber echt knapp jetzt hier alles, ne? Vorne nicht viel Platz, hinten nicht viel Platz. Passt aber. In die anderen U-Bahn-Linien. Okay, das heißt, wir fahren ein bisschen anders als die anderen. Ja, Tatsache. Guck mal, wir fahren da so ein bisschen extra. Die anderen kommen alle so rechts, links durch. Ach, wir fahren noch über Steinstraße, was die anderen nicht machen. Die anderen haben wahrscheinlich so ihren Tunnel. Da gibt es auch die S-Bahn. Okay, Ohlsdorf fahren später auch noch lang. Fuhlsbüttel. Okay, Abfahrt. Gehen wir von Hauptbahnhof hier vergleichsweise schnell, ne? Okay, ein Abfahren darf ich dann auch schon wieder mit schneller als 40, weil dann fahren wir aus. Okay, 60? Schaut's auch an. Okay. Nächster Halt, Steinstraße. Achso, hier erst, ne? Wegen. Hab ich schon verstanden. Das ist direkt, stimmt, das ist auch wirklich nicht weit, ne? Hauptbahnhof, Steinstraße, Jungfernstieg, das ist alles irgendwie so ein bisschen auf einem. Ding so gerade mal zwei Zuglängen Abstand gefühlt. Ist aber auch bisher noch kein Zug vor uns gehabt. Also ich glaube, das ist was auch nicht so oft passiert. Zumindest ist, scheint die U1 doch relativ, ich sag mal, alleine zu fahren auf ihrem Gleis. Hat sich allzu viel anderes. Ist trotzdem gut gehalten. Das ist trotzdem vollkommen in Ordnung hier. So. Steinstraße. Sieht man noch mehr den Liniennetzplan. Schöne Fotos aus Hamburg. Ah, es ist ja sogar hier der Jungfernstieg, ne? So. Haben wir zu? Ja. Was sagt der Plan? 8 nach. Ach, einwandfrei. Ja, wir sind voll im Plan. Messberg, okay. Hier sind echt 2-3 Zuglängen Abstand, also bitte. Das ist echt wild. Ja, in der Innenstadt ist das halt so. Da macht Laufen manchmal, ergibt da ein bisschen mehr Sinn, als es die paar Meter da mit der U-Bahn zu fahren. Aber für alle Aussteigenden ist es halt natürlich irgendwie besser, die 3 Meter mit der U-Bahn fahren. Das macht halt, glaube ich, echt keinen Sinn. Was ist denn das für eine Bodentextur? Das sieht aus wie Sand. Das sieht aus wie diese Omnisand-Textur. Also eine Kies-Textur. Lass mal gucken. Ach nee, das ist so komischer Pflaster. Nee, nicht Pflaster, aber so Fliesen. So. Ah, guck mal. Mit dir habe ich gerechnet. Fällt aber weit durch. So, ciao, ciao. Ich muss mal wieder, ne? Aber... Das muss ich mir ja nochmal anschauen. Nächster Halt, Jungfernstieg. Übergang zur 2, 3, 4, S1, S3, zum Rathaus und zur Alster-Touristik.
Next stop, Jungfernstieg. Please exit here for Town Hall and Alsterbot Trips. Darf ich wieder schneller? Weiß ich nicht. Aber was mir gerade auffällt, links auf diesem Bildschirm sind ja Stationen, ne? Sind ja immer diese Stationsbilder. Ich habe 1,50 €. Und ich habe das Gefühl, die Stimmen, das sind natürlich wahrscheinlich statische Bilder von den Stationen, aber dass das für jede Station, dass es da ein Bild gibt. Okay, deswegen fahren wir hier 50. Kann ich nachvollziehen. Jetzt schauen wir mal, ob das hier hinkommt. Ja, Tatsache, guck mal. Das stimmt, weil ich habe mir erstmal gedacht, gerade so dieses komische Gelbe, was doch sehr, ich sag mal, einprägsam war. Das hätte mich an den anderen Stationen ja wahrscheinlich gestört, weil das da ja so gar nicht aussieht. Aber Tatsache, das ist wirklich jedes Mal die Station, an der wir sind. Wenn halt auch ein Foto und so, aber ich finde das cool. Ich finde das ist... Das Ding ist, das ist mir jetzt wieder bis hierhin nicht positiv aufgefallen, aber es würde einem halt wahrscheinlich auffallen, wenn es halt nicht so wäre. Da würde man halt sagen, ja, das ist aber irgendwie komisch, wenn das so irgendwie, weiß ich nicht, es passt aber ja gar nicht, wenn ich jetzt unterirdisch bin. Das ist ja auch nochmal in Anführungsstrichen sinnlose Arbeit, die man sich halt machen muss und das dann auch entsprechend der Haltestellenansagen und der Route so mit einprogrammieren. Wild. Wild, wild. Nächster Halt, Stephansplatz. Übergang zum Regional- und Fernverkehr, zum Kongresszentrum sowie zum Messegelände. Was ist denn am Stephansplatz? Next stop, Stephansplatz. Please exit here for regional and long distance trains. Ist das der Dammtor? Fernverkehr? Kommt jetzt zu Hamburg Dammtor irgendwie noch in den Sinn? Oh ja, wissen wir wohl nicht. So, der Ausstieg, wir werden fahren Richtung links. Das ist immer hell, ne? So dieses graue, triste, tunnelige und dann auf einmal BÄM. So. Hast du wieder vorne nicht aufgemacht? Ja, ich bin auch meilenweit zu weit vorne. Ach ja, Stephansplatz. Ja, ja, Rechtsauskunft. Ja, das ist so ein Fernverkehrssymbol, ne? So ein Zugsymbol. Dammtorstraße. Ja, müsste das doch hier Hamburg-Dammtor sein. Hätte ich jetzt hier Mutmaßer. Alle umgestiegen, ne? Ach hier, das sieht wieder anders aus, ne? Wir können es echt mal... Ab der ersten Oberirdischen würde mich das auch echt mal interessieren, wie das dann da aussieht. Und ob man das System durcheinander bringen kann. Also wahrscheinlich schon... und wieder gerade biegen will ich es jetzt auch nicht. Nächster Halt, Hallerstraße. So wird das so sein. Habe ich noch Kaffee? Oh, lecker. Eine Stunde alter Kaffee. So lecker kalt. Ja. Ja. Stark. Huch. Ja, da jagt es mir gleich nochmal hier. Guck mal, ich bin gleich nochmal komplett voll motiviert und energiegeladen für die letzte. Fürs letzte Drittel, vermute ich mal, wenn überhaupt. Letztes Drittel, letztes Viertel. Ich meine, ihr seid ja schon gespoilert aufgrund der Videolänge. Für mich ist das alles noch so ein. Darf ich 70? Ich dürfte 70. So. Wirkte nämlich auch so, als ob das jetzt hier sonderlich restriktiv ist. Oder restriktiv sein müsste, sagen wir es mal so. So, da haben wir mal gut Strecke zurückgelegt. Das ist ja wahrscheinlich auch nicht viel oberirdisch, was hier passiert. So, mal langsam in die Kurve. In die Bremsung hier, ne? So, Kollege ist auch da. Zu kurz gefahren. Das ist aber dann auch weg, wenn ich vorne bin, oder? Ja, Tatsache. Ah, wenn ich drin bin, ist das zu kurz gefahren weg. Okay, das ist auch wild. Ah, Max. Okay, habe ich auch noch nicht jetzt genau angeschaut, was das so tut, aber... Auf jeden Fall informiert einen das darüber, was man falsch macht im Leben. Finde ich auch schon mal richtig und gut, muss ich sagen. So. Seid ihr denn da Headhunter?
Ist das Zeitarbeitsfirma oder was? Die Osaka-Allee. Hübsch, hübsch, so. Und Abfahrt. Wir können ja mal, warte mal. Und weg ist er. Sein Glück war der Klosterstern nicht direkt danach, sonst hätte ich jetzt wieder ein Problem, aber ja, es wäre schon wild, wenn du gerade mit der einen Hälfte aus der Station draußen bist, also mit dem hinteren Teil, und dann schon wieder irgendwie gucken müsstest, dass du bremst. Das wäre wild. Sagen wir mal so. Du machst richtig gut Strecke hier, das ist ja unfassbar, so für eine U-Bahn. Wie gut man da durchkommt. Immer schön, weißt du, ballerst du deine 70, ballerst du oberirdisch an 80. Du kommst einfach wunderbar von A nach B. So, hier, Achtung, 50. Hat man aber schlecht gesehen. Also war wirklich... war ein wenig versteckt. Okay, der die Einfahrt, die sollten wir nicht schneller fahren, das stimmt. Ja, Tatsache. Und gleich haben wir ja schon das Stationsfoto hiervon. Das ist interessant, ja. So, guten Tag, Kollege. Großhansdorf. So, das hier finde ich aber auch wild. Nachts 30. Wahrscheinlich sind die Gleisradien so klein, dass das sonst laut ist. Kann das sein? Dass wir hier nachts langsamer fahren müssen. Das wäre so meine einzige Erklärung dafür. Ja, fahr mal 40. Was trotzdem sehr langsam ist, ne? Nachdem ich gerade gesagt habe, oh, wir kommen hier so gut vorwärts. Das hier wären jetzt die 30. Nächster Halt, Kellinghusenstraße. Übergang zur U3. Ja, okay. Guck mal, wir kommen wieder raus. Oben nochmal Kollege. Schön hier. Oh, ist das schön hier. Mal wieder außen zu sein. Wahrscheinlich sieht es genauso aus wie vorher, aber irgendwie hat das so ein erhabenes Gefühl, wieder hier zu sein. Ich bin wieder hier. Genauso wahrscheinlich, ne? So, dann haben wir doch über unsere 80, wenn ich es richtig im Kopf habe. 40, ja, okay. Hier wäre 40 anfangen. Ach, die Kurve wahrscheinlich wieder, ne? Ist ja knubbelig hier, ne? So. Allerdings mit dem Bogen, das ist richtig hübsch. So. Auf die Türen. Okay, der Bogen ist ja einfach random, oder? Das ist der Eingang zu diesem höchst wichtigen. Okay, die Textur. Ja, gut, aber hat was, ne? Ach, guck mal, das ist der Kollege, den wir vorgesehen haben. Ach, mit dem hätten wir sogar fast parallel ein- bzw. Ausfahrt gehabt, wenn wir Glück gehabt hätten, ne? Stehen aber ganz schön lange. Ist das hier so ein Anschluss? Okay. Tatsache, das ist was die... Wow, beruhigt euch. Hallo, wo kommt ihr alle her? Sind so 40 vorbei. Halt, ja.
hat das so einen, wenn er klappt, dann ist er cool Anschluss wahrscheinlich, ne? Aber schon sehr knäppjes, ne? Da musst du wirklich raus, zack, direkt. Ja gut, Bahnsteig gleich. Das, wenn es da klappt, dann klappt's. Dann ist es cool. Aber nichts, womit man rechnen sollte, wenn man seine Reiseroute plant, eben auf den Fernverkehr umsteigt, dann ist das wobei zur Zeit. Kannst du dir für den Fernverkehr alle Zeit der Welt nehmen, der kommt eh zu spät, deswegen ist das, glaube ich, vollkommen in Ordnung. So, wann ist das zu kurz gefahren? Weg. Jetzt. Ja, Tatsache, wir sind hier am Bahnhof. Das ist ja auch cool. Heißt, ich kann theoretisch auch nach diesem zu kurz gehalten mich richten, oder? Darf ich das dann vielleicht gar nicht? Ich weiß gar nicht, ob ich das dürfte. Auf jeden Fall irgendwie cool. Gute Fackelstraße. So, dann sind wir in der U-Alsterdorf. Das dürfte auch nicht mehr weit sein, ne? Ich will mal so ein bisschen... Ach, guck mal, Alsterdorf. Boah, Station sind es noch ein paar. Ich hab ein Schild übersehen. 69. So, aber die ganzen Tonnen auf Geschwindigkeit bringen, wenn direkt wieder abbremsen, ne? Ja. So, natürlich was draus lernen aus dem U-Bahn-Geschehen und erst später bremsen, auch wenn man irgendwie... Bitte ein bisschen zurückbleiben, dankeschön. So, schönen guten Tag, El Colego hier. Wir dürfen wieder. Jetzt. Ja, das war wohl ein Sekündchen da irgendwie, ne? Kann ja auch nichts dran ändern. Doch, hätte ich können. Dann sagt mir jetzt noch nichts, oder ist das hier die... Doch, oder? Ist das hier? Ne, ist nicht hier. Ich versuche gerade tatsächlich die Omsi-Stelle... Gut, das ist erst da vorne. Die Wendeschleife von der 109 irgendwie zu identifizieren. Mit den 60 irritiert mich aber ein bisschen. Ah ja, komm, aber die typischen Häuser, Tatsache. So, da vorne. Wir kommen aber auch aus einer... Wir kreuzen ja auch quasi, ne? Das heißt, wir fahren erstmal nicht parallel. Ja, hier ist auch eine Brücke. Das ist es auch nicht. Da vorne ist die Station. Ist die vielleicht direkt über der... Ja, mal schauen. Und wir sind dran vorbeigefahren. Das könnte ich auch sein. Oder es kommt erst noch. Das da könnte. Das könnte. Da ist doch die Brücke hier, oder nicht? Tatsache. Ja, moin. IBIMS 1 Bus. IBIMS die 109. Boah, für Train Simulator-Verhältnisse hat das aber was. Hier sieht es ein bisschen bewachsen und grüner aus als im Omsi tatsächlich. Also die Mittelinsel sieht besser aus. Und da drüben ist irgendwie... Ja, es... Nennen wir es mal überschaubar. Ach, die ist leider solche Schallschutzwände, ne? Wenn wir ein schönes Ausfahrbild machen können. Wir können es ja trotzdem probieren, ne? Das
zum optisch irgendwie einzufangen, aber hast halt echt das Problem mit der... Nächster Halt, Sennemannstraße. So, 80 dürfen nicht werden. Rechts. Ach, guck mal, rechts ist aber auch mit Oberleitung. Das heißt, es ist gar nicht mehr die U-Bahn, das ist dann irgendwas anderes. So, der Ausstieg in Fahrtrichtung links. Da, zu kurz gefahren, weg. Die Sejelmannstraße hier. Karlstadt. Okay, da im Hintergrund, ne? Das meine ich. Und weiter geht die wilde Fahrt. Tatsache, das haben wir sogar vor. Das haben wir aber sogar vorher auf dem Linienletzplan gesehen, ne? Der da aufgehangen war. Schick, schick. Die kreuzen es dann wahrscheinlich, oder waren das rechts schon die S-Bahn-Gleise? Wobei die S-Bahn Hamburg fährt doch auch, wie wir so mit Dingens oder nicht, mit Unterstrom da Seiten Stromschiene oder kann man das wieder Quatsch erzählen. Wäre jetzt auch nichts Neues, aber ich dachte, das wäre so gewesen. So 50. Da ist schon wieder dieses Türgeräusch. Eieiei. Das lässt mich halt auch nicht mehr los. So, auch guck mal da vorne die S-Bahn. Ich sehe auch eine. Oh, hi. Können Sie bitte warten im Anschluss hier? Kollege, ne? Ja, das ist auch eine Stromschienen-S-Bahn. Ja, ja. Gut, das wird schwierig mit dem Umstieg, hätte ich gesagt. Bis du da drüben bist, ist auch übermorgen. Irgendwann haben wir sie mal gesehen. Schön, dass hier ein bisschen was los ist. Gefällt mir. So, müssen wir uns natürlich mal anschauen. Hier ist wichtig. Da steht auch noch ein Kollege hier. Ja, da wartet er vergleichsweise lang, ne? Für den Umstieg reicht das halt nicht. Noch Wedel. Und das sind wir. Wir fahren schon wieder. Gut. Ist aber ganz schön. Ach nee, guck mal. Der Kollege da links ist so laut. Ich dachte schon, die S-Bahn ist so laut. Nächster Halt. Kleinborstel. Kleinborstel. Hübsch, hübsch. So, die S-Bahn muss uns doch nochmal bei irgendwie... Genau, die müssen uns irgendwie kreuzen. Das macht das gar nicht viel Sinn. Zumindest wie das da topografisch auf dem Netzplan irgendwie draufsteht. So, jetzt ist das Licht irgendwie ausgegangen. Okay, auch nicht schlecht. Sah wahrscheinlich nur so aus. So. Ach komm, wir haben die Stunde schon durchbrochen hier. Eieiei. So, der Ausstieg hier in Fahrtrichtung links. Wunderbärchen. Aber auf damit. Ja gut, hinten dürfte es ein bisschen laufen, wa? Ich glaube aber, das ist verkraftbar. Die verkraftbar klingt aber auch nach einem schönen... Also...
Ist bestimmt auch eine schöne Bar, die man eröffnen könnte. Der Ausstieg. Ach, wissen wir noch nicht. Müsst ihr selber schauen. Wie immer. Okay, das ist hier mein Sifa-Pedal mutmaßlich. Ja. Ach, ist das schon hier? Ach, das geht wieder fix. Das war jetzt ein kurzer Abstand hier, ne? Für oberirdische Station tatsächlich. Eigentlich könntest du einen durchgehenden Bahnsteig machen. Ja, jetzt haben wir mal verbremst, mein Freund, du. Einfach so einen durchgehenden Bahnsteig machen und dann einfach immer einen beliebigen Punkt einfach anhalten. Klingt nach einem sinnvollen Konzept. Einfach so entlang einfach des gesamten Streckenabschnitts einfach einen Bahnsteig machen nebendran und dann hält er einfach immer mal irgendwo an. Das sollte man, glaube ich, so machen. Das finde ich einfach gut. Bin dafür, dass das so passiert. So, Türen schließen. Dankeschön. Da bin ich auch dafür, dass das so passiert. Womit wir nämlich weiterkommen, gell? Ach, guck mal, sind wir so ein... Lernen uns aber hier langsam hier, ne? Langsam, aber sicher. Langsam, aber sicher. Part, das ist alles schön. Jetzt haben wir wieder exakt gefühlt dieselbe Umgebung, Schrägstriche Vegetation, die wir halt am Anfang hatten. So, das ist ein Zug. Hi, Kollege. Tatsache, ne? Das sind einfach diese Außen-Screenshots. Ich habe das gerade nur noch mal auch außen mit verglichen. Das sind tatsächlich die Screenshots von hier. Und hier ist das Harz direkt an der... Okay. Direkt am Signal. So. TikTok. Nein, nicht die Videoplattform. So, was sagt denn hier unsere Karte? Ja, okay. Ah, genau, Dann haben wir hier Fußbüttel Nord. Oh, guck mal, haben wir aber noch mal ein bisschen hier. Habe ich noch ein bisschen, bis auch Nord da steht. Eieiei. Ja, das, okay. Immer so als Progress. So. Zeitlich sind wir wahrscheinlich top unterwegs, ne? Ja, nicht ganz top. Ich glaube, 20 Sekunden könnte man noch rausholen. Okay. Was macht denn hier Geräusche? Wild. U-Bahn Hansa. Ja, Lufthansa ist aber dein Markenname, den man da nicht mit reinpacken kann. Ah, okay. Verstehe ich. U-Bahn Hansa. Ah, okay. Schön, schön. Schönes Easter Egg tatsächlich. Ich finde es immer gut, tatsächlich, wie in manchen Spielen mit Markennamen umgegangen wird. Also ich kenne das irgendwie aus. Wie das Bad Tübelsdorf hieß es da nicht real, sondern fiktiv. Also, ne, so einfach so ein paar witzige, ne, das dann halt nicht als Problem ansehen, dass man eine bestimmte bekannte Marke da sich mit reinnehmen kann. Es einfach als Möglichkeit, das Ganze so ein bisschen kreativ einfach auch zu interpretieren. Ne? Das ist schon ganz cool. So, Busanschluss. Wahrscheinlich auch weg, aber. Das werden ja auch keine Anschlüsse sein. Also bei einem 5-Minuten-Takt oder so in der Größenordnung, selbst ein 10-Minuten-Takt, dann. Also bitte, was sind denn da Anschlüsse? Also da guckst du halt einfach, dass du irgendwie da zeitlich ganz gut beikommst, ne? So. Unsere U-Bahn-Hansa hier, ne? Ja, ja. Hast du den Hochbahnbus? Ist schon ganz cool. Die C23-Türe. Euro 6. Ja, okay.
Wollte ich nur nochmal verifizieren, ob das jetzt hier Euro 5 oder Euro 6 ist, aber ich weiß gar nicht, ob Hamburg Euro 5er C2 hat. Wissen wir wohl nicht. So. Ist das da vorne schon wieder? Sag nicht, das ist schon wieder eine Station. Das ist nur ganz kurz ein Tunnel. Ja, hier ist nur ein Tunnel. Okay. Nächster Halt. Langenhorn Nord. Ich glaube, hier kriege ich nirgendwo diese seitliche. Ne, hier kriege ich nirgendwo diese seitliche Sicht. Das ist alles hier nur die von oben. Wie weit haben wir es noch? So. Noch nicht. Okay, ich dachte schon, wir sind ein bisschen näher dran. Don Scheuenbord Orbit noch nicht. So, das ist 28, 25. Jetzt müssten wir angehalten haben. Okay. An die 35. Wir sind nur zu früh. Okay, das war auch zu. Ich habe zu viel nach unten geguckt. Bleiben wir dann auch so lange stehen oder ist es auf Eigenverantwortung? Ist es Eigenverantwortung oder nicht? Guten Tag, Kollege. Die Türen gehen zu. Okay, ja gut, dann... Ja, soll mir recht sein. Ist eine halbe Minute jetzt unter dem Strich. Von daher ist es, glaube ich, vollkommen in Ordnung. Okay, man kann es aber scheinbar, wenn man wirklich... ganz, ganz, ganz enorm Druck macht, kann man auch wieder ein bisschen Zeit rausholen. Ist wahrscheinlich aber auch eher so gedacht, ist schon wieder die Tür, ist aber glaube ich auch so gedacht, dass man halt in der Hauptverkehrszeit oder wenn halt, ich sag mal, mehr Fahrgastwechsel ist, der länger braucht, dass man halt nicht gleich in Verspätung läuft. Also ich vermute mal so, dass das wegen der Fahrplan so designt ist. Hier hatte man Platz. Ne, okay, kommt raus, muss ich von oben. Naja. Gut. Ah, ich glaube, wir haben sogar schon, ne, durch eigene Kamerafahrt noch selber so ein bisschen mal in der Abfahrt oder sowas gesehen. Was ist das hier denn schön? Das wollte gerade sagen, Bahnübergang eher nicht wegen der Stromschiene. Glaube ich nichts, was hier passiert. Es klingt jedes Mal, wie jemand die Tür hier aufschließt. Das ist abartig. Josh lässt sich einfach trollen von dem Zug hier. So, der Ausstieg natürlich in Fahrtrichtung links. Zu kurz gefahren. Bin ich doch drin. Bin doch drin. Hä, okay. Ich muss hier aber enorm weit vor, sonst hätte ich mal ein bisschen mehr Toleranz. Aber gut. So ist das. Jetzt wollte ich einmal ein bisschen weiter hinten halten, so zum, keine Ahnung, für was auch immer, aber ich wollte es tun. Und dann hat es nicht funktioniert. Naja. So ist es eben, ne? Ja, Tatsache, wir fahren echt nah am Flughafen Hamburg vorbei. Wild, also Fuhlsbüttel Nord. Okay, ist auch Hamburg Fuhlsbüttel der Flughafen. Wusste ich nicht, also ich... in der Fliegerei bin ich absolut nicht im Bilde. So, wir können auch gleich wieder weiter hier. Ach, wir über... Okay. Und wir übertreten sogar. Nächster Halt, Ochsenzoll. Übertreten sogar die Grenze nach Schleswig-Holstein. Wild, wild. Also hier zwischen Ochsenzoll und der nächsten Station haben wir die Grenze nach Schleswig-Holstein. Da wird das nochmal sehr viel, ich sag mal, suburbaner. Einiges wieder hier an Depot.
Oh ja, okay. Ja, die hört sich draußen ganz schön wild an. Das ist die letzte Station im Bundesland Hamburg. Ja, wir müssen umgucken hier, ne? Das Gebäude hübsch. Okay. Nice, na, also wenn Sie nochmal zum Olaf wollen, hier. Das ist die letzte Möglichkeit. Machen wir das jetzt. Ach, diese Millisekunde zu früh, ne? Naja, so ist das. Also, wir verlassen nun Hamburger Gebiet. Lass mal auf die Map schauen hier. Müssten wir da irgendwo sein? Genau. Sehen wir das auch irgendwo oder ist das so eine. Ich weiß nicht, ich mache keine Zweifel, kann es sein, aber. Auf der Straße wäre da bestimmt so ein Schild, so willkommen in Schleswig-Holstein oder so. Also hier irgendwo müsste die Grenze sein. Du bist es vielleicht, dieses komische Ding oder die Straße da oben. Das müsste ungefähr drüber sein, hätte ich gesagt, ne? Wild, wild. Das fühlt sich ganz anders an, nee, nicht wirklich, aber ist doch derselbe Wald. Die Vegetation ist cool, muss ich sagen. Also finde ich irgendwie ganz. Finde ich ganz hübsch, muss ich sagen. So, guten Tag, Kollege. Du machst gleich den Grenzübergang in die andere Richtung, ne? Das war nur für die andere Richtung? Ah, ne, es heißt wahrscheinlich, wir entern wieder den Tunnel, okay. Das ist jetzt so ein dezentes Zeichen, dass Schleswig-Holstein niemand sehen will. Sollte ich jetzt auch nochmal Leute in Schleswig-Holstein irgendwie, weiß ich nicht, akustisch, verbal benachteiligen. Ich meine, ich habe ja in den letzten Folgen schon immer mal so Mecklenburg-Vorpommern-Witze gemacht. Der Vorteil ist, da kommt ja niemand her. Das heißt, es kann sich keiner angegriffen fühlen, weil da ja keiner wohnt. Haha. liebe Grüße an alle, die von da kommen. Aber ja, wild. Okay, was haben wir denn hier? Gefährdung durch Gleiswechsel. Ah, wir haben Gleiswechselbetrieb. Okay, beachten der Strecke nur nach. Ach, betreten der Strecke nur nach an. Zuständigen LD. Nach verlassener Strecke abmelden. Geht das nur für Fußweg, also für Fußlaufende? Oder ist das so auch für den Zug? Ja, ich würde jetzt hier Garstedt würde jetzt in das Gleis fahren. Ja, wird schon passen. Jetzt schauen wir trotzdem 80, ne? Ja gut, deswegen hier natürlich, wir fahren eine anderen Abstellung. Jetzt sind auch diese ganzen Wendedinger dann so für die Nebenverkehrszeit, also für der. Da kam aber plötzlich. Also für die Hauptverkehrszeit, wenn allerdings nicht so viel los. Also, wenn dann irgendwie das Ganze sich wieder dem Ende zuneigt, ich weiß es echt nicht. Ah ne, das ist wieder draußen, okay. Ich dachte schon, das ist wieder der Station. Hier, aber das ist so fein nicht. So, der Ausstieg hier in Fahrtrichtung rechts. Dum, 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 der Richtweg. So. So ist das wohl. Spielercenter hier in der Nähe. Norder steht mit. Da stehen noch andere Kollegen rum. A2 Morbikalle. Okay, gut. Bin mal gespannt, wie und wo wir hier jetzt gleich unsere Fahrt beenden. Nach. Boah, eineinhalb Stunden. Boah, puh. Ja gut, aber wenn das wohl die Fahrzeit ist von der Linie, dann ist das wohl die Fahrzeit von der Linie. Eieiei. Ganz kurz gucken. 15:26. Nächster Halt. Norderstedt, Mitte. Übergang zur A2. Endhaltestelle. So ist das so, dass ich irgendwo reinfahre. Gut, wir haben aber auch gleich eine Ankündigung. 50 und sowas.
Bis dahin können wir natürlich aber da gucken, ob wir geschwindigkeitstechnisch, dank liebes Lichtsystem im Train Simulator, dass wir ein bisschen zügig und pünktlich dort ankommen. Also noch mehr überpünktlich, als wir es eh schon sind. So, du bist immer noch auf Fahrt, das heißt, ich kann eigentlich durchheizen hier. Ankündigung 50, haben wir fast. Okay, kannst ja vollkommen in die Station heizen. Eieiei. Ist erst ab hier dann wirklich langsamer. So, spannend, spannend. Da sind wir dann im Tunnel. Danke, liebes Schild. So, sehr geehrte Fahrgäste, bitte beachten Sie, diese Fahrt endet hier. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Ah, fahren wir rüber. 40. Ach, guck mal. Ah ja, die Art. Okay. Hübsch. So, 6. Oh, hier ist es. H, oder? Ja, du bist das H. Ja, easy. So. Türchen. Ich will trotzdem mal ganz kurz mal schauen, ne? Da haben wir noch die. Ach guck mal, der Schilder sogar direkt bitte nicht einsteigen. Ja, 2, okay. Direkt da umstieg, du bist aber ein Diesel, ne? Kollege Diesel. Du musst aber umsteigen, ne? Das, du musst in die andere Richtung. So, du fährst jetzt. Okay, ja, sehr schön. Haben wir das geschafft? Ach, hier wäre wirklich erst Passagiere rauslassen. Okay. Dann haben wir das erledigt, hätte ich gesagt. Das war eine schöne Fahrt. Das war eine sehr schöne Fahrt. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Passiert jetzt noch was? Das halte ich jetzt für eine Lüge, weil ich glaube, wir haben es erfolgreich abgeschlossen. Ich sage einfach, wir haben es erfolgreich abgeschlossen. Was wir auch erfolgreich abgeschlossen haben, ist diese Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, fürs Dabeisein bei euch. Vielen Dank fürs Zuschauen und macht's gut. Dann bis zur nächsten Folge. Add-on ist zu öffentlich. Ne? Tschüss.